Ein herzerfrischendes Kuckuck an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wendig und wir besorgen uns wieder Malaria-Tabletten. Ich habe sie da draußen gesehen, vielen Dank. Na, kein Problem. Gute Neuigkeiten. Bringen Sie sie nach hinten. So. Sie sind krank. Wir helfen Ihnen. Wir haben Medizin. Haben Sie die Papiere? Ja, hier habt ihr die Papiere. Das alles. Gott sei mit Ihnen. Mission abgeschlossen. Ja, danke schön. Für die Malaria-Tabletten. Danke, Sir. Kein Problem. Ich danke euch für die wertvollen Medikamente. So. Ich denke, wir können uns jetzt wieder nach Pala begeben, um die nächste Mission zu starten. Das dürfte jetzt eigentlich bloß noch eine APR-Mission sein, so wie ich das gesehen habe. So. Dann wollen wir mal losdüsen. Und wie fahren wir da jetzt am besten? Ich will nicht unbedingt wieder in ein Gemetzel geraten. Ich denke, wir fahren einfach so, wie wir gekommen sind. Bin ich einfach querfeldein. Wenn da nicht so ein behinderter Felsen im Weg stehen würde. Und ich glaube, ich muss niesen. Und zwar so richtig heftig. Boah, Alter. Kennt ihr das, wenn das in der Nase juckt, aber es einfach nicht rauskommt? Da denkt man sich auch nur, ja, das ist nicht gerade angenehm. Entschuldigung. Na gut, jetzt geht's wieder. So. Nein, genau hier. Yep. Ich möchte mich an den angegebenen Ort begeben. Jetzt habe ich das Wort. Gott. Kann nicht mal mehr reden. Ich glaube, ich muss halt echt ein bisschen eher pennen gehen. Von Sonntag auf Montag, also ja, von gestern auf heute habe ich nur 4 Stunden geschlafen. Nee, 4,5 waren es sogar. 4,5 Stunden. Ja, aber hat mir trotzdem irgendwie gereicht. Ich war trotzdem fit in der Arbeit. Das war mal was ganz Neues. So. APR, was habt ihr diesmal für mich? Hier herrscht Waffenstillstand, halt dich dran. Ja, ist schon gut. Macht doch gar nichts und der macht mich schon wieder so blöd von der Seite an. Das mag ich gar nicht. Okay. Genau, her mit dem Zeug. Ja, hier. Du hast wohl auch den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als vor der Tür zu stehen und mich die ganze Zeit nach meinen Waffen zu fragen. Ja, wir haben zwar vorher erst gespeichert, aber ich speichere lieber gern nochmal. Immer auf den gleichen Spielstand, weil wenn man zu viele Speicherstände in Far Cry 2 hat, dann kann man nicht mehr speichern, auch kein Quick Save und so weiter. Und deswegen speichere ich lieber auf den gleichen Spielstand. Ja. Alter, du hast ja voll die Haare auf der Brust. Wir hätten einen. Sagen Sie es ihm. Wir haben rausgefunden. Ich hab's rausgekriegt. Ich, Kwasi. Dass die USRL unsere Nachbarn im Westen erpresst. Das geht um Medikamente. Fies, oder? Unsere Nachbarn haben etwas Erdgas gekauft. Das ist auf einem Zug, der im Bahnhof festhängt. Der Plan, Tankwaggons hochjagen und Deal platzen lassen. Das Bahngelände ist etwa 1,5 Kilometer westlich von Pala, direkt am Rand der Wüste. Oh. Wir möchten, dass sie zum Bahngelände gehen und die Erdgaswaggons in die Luft jagen. Es gibt nur ein Problem. Die Tanks sind ziemlich stabil. Sie müssen mitten rein und Sprengstoff benutzen. Okay. Ohne Züge keine Medikamente. Wie schade. Na, ich glaube, da wird uns aber unser Kamerad wieder einen anderen Lösungsweg vorschlagen. Stören Sie die Erdgaswaggons. Ja, dann mal her den Lachs. Warum kriegt man eigentlich immer nur 15 Diamanten? Das ist eine Geheimmission. Das heißt, jeder ist ein Feind, sogar die APR. Ja, ich bin schon gewohnt, dass ich immer alles alleine machen muss. Oh, ja, ihr habt es hier eigentlich schon ziemlich hübsch eingerichtet, muss ich schon zugeben. Ich meine, ich würde es da trotzdem nicht wohnen wollen, aber egal. So, wo bleibt unser Kamerad? Wann rufst du mich an? Ruf mich an, heute Nacht. 22288. Hier ist Cabani, sind Sie fertig? Wir treffen uns östlich vom Bahnhof. Östlich vom Bahnhof? Okay, jetzt muss ich eh erstmal gucken, wie weit ich da fahren muss. Ah.
weiß nicht, das bringt es halt irgendwie nicht wirklich mit dem Bus zu der Busstation zu fahren, aber es bringt es auch nicht wirklich da selbst mit dem Auto hinzufahren. Ich fahre jetzt einfach mit dem Bus. Ja, durch dir durch, danke. Hier hoch. Genau. Nach dem Part werde ich dann aber eine kleine Pause machen und mal wieder gucken, ob Fraps aufgenommen hat, weil ich habe irgendwie schon wieder so ein ganz mieses Gefühl. So, speichern und fortfahren, natürlich. Wenn es schon mal so viele Speichermöglichkeiten in diesem Spiel gibt, dann sollte man sie auch ausnutzen. Oh, ein Strandbuggy oder ein Geländebuggy. Naja, egal, ein Buggy halt. So, wie fahren wir jetzt hier am besten? Das ist ein Sound, oder? Ich denke, es wäre am sinnvollsten, wenn wir auf den Schienen fahren. Uah, Alter. Hier ist ein Diamant. Schauen wir mal, wo der ist. Ist schon hinter mir, oder? Diese Richtung. War doch nicht auf dem Baum, oder? Ja, nee, ich laufe da jetzt nicht zu Fuß rüber. Ich nehme lieber meinen Buggy. Fahr rüber. Hier irgendwo soll der Diamantenkoffer sein, aber ich hoffe nicht, dass der oben im Baum ist. Ey, mein Motor raucht ja schon wieder. Was ist das für eine Abzocke? Blink doch mal. Nicht so viel. Oh Gott. Hä, wo soll denn der Diamant sein? Ist er doch da oben drin oder wie? Ach nee, hier ist er. Ah. Ich muss einfach nur mal genauer hingucken, dann würde ich den Diamanten auch gleich finden. So. Jetzt geht's meinem Buggy schon wieder besser. Das freut mich. Boah, der Sound ist so geil von dem Buggy. Weil ich weiß, fährt in Far Cry 2 eh nie ein Zug. Deswegen können wir auch unbesorgt an den Schienen entlang fahren, außer... Ah, ich muss gucken, wie ich fahre, weil wenn ich jetzt hier die ganze Zeit auf den Schienen bleibe, komme ich ja nicht zu meinen Kameraden. Aber ich möchte ja eigentlich hin. Mal schauen, vielleicht kann ich ja den Grenzposten umfahren. Aber dann... irgendwie über so einen Berg drüber jumpen, das wäre auch richtig geil. Ganz dumme Idee. Eine ganz dumme Idee hier lang zu fahren. Fahren wir lieber aus. Weil wenn man da wieder durchfährt, ist wieder mal die Hölle los. Deswegen fahren wir lieber etwas aus. Es gibt natürlich am Arsch der Welt gibt es einen Unterschlupf. Yo, die Mac. Weiß zwar nicht, was der jetzt bringen soll, aber ist mir in dem Fall auch egal. Vielleicht hole ich ihn mir später mal, aber jetzt denke ich ja nicht, okay, da kommt ein Auto. Dürfte das eigentlich nicht gesehen haben. Doch, dann ist das einfach ein Hacker. Was die machen will. Was ist denn das für ein Hacker? Heraus. Dankeschön. Wow, was hast du da für ein Gerät? Ein MG. Ja, hat auch schon mal bessere Tage gesehen, da spreche ich mir lieber den Raketenwerfer auf, der auch schon mal bessere Tage gesehen hat. So. Gut.
Also ich sollte eigentlich noch genug Zeit haben, die ganzen Folgen heute noch zu rendern. Das sollte eigentlich das kleinere Problem zu denen sein. Ich werde es zwar nicht schaffen, heute noch ein Part hochzuladen, weil es einfach zu lange dauert. Deswegen... Oh Mann, ich wollte doch hier nur vorbeifahren. Scheiße, schnell raus hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, die ganzen Pflanzen. Ihr schadet alle Mutter Natur. Sie hat euch nichts getan. Seid nicht so gemein zu ihr. Ich meine, ich will da ja eigentlich noch gar nicht rein. Das ist ja eben das Gefühl. Ich dachte, ich könnte da so ganz sneaky außen rumfahren, aber anscheinend doch nicht. Aber wir nähern uns dem Versteck, das ist sehr gut. Und hier gibt es sogar einen Trampelpfad, der was hier durchführt. Ja, das ist ja wirklich geil. Nur gefällt mir das Spiel, so macht es wirklich Spaß. Oh. Aber der Raketenwerfer als Zweitwaffe gefällt mir irgendwie nicht. Da hätte ich wirklich gerne so ein MG. Ja, da fühlt man sich einfach gleich viel sicherer. Wenn man noch seine Zweitwaffe zurückgreifen kann, die auch noch ein bisschen mehr Dampf hat. Ein bisschen mehr Feuer unter dem Arsch. Als wie so ein publiker Raketenwerfer. Ich glaube, ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber... Ja. Wayne. So. Waffenhändler ist auch gleich in der Nähe, könnten wir gleich vorbeigucken. Hier ist erstmal Munition, die nehme ich gerne mit. Und so, was hast du denn für uns, Kollege? Hallo. Muss was mit Ihnen besprechen. Ja, was denn? Hätten Sie Lust, der United Front zu schaden? Sie müssen nur zu dieser Rinderfarm und den Mann dort töten. Die UFLL hat einen Zug voller Soldaten bereitstehen und dieser Narr setzt die in einer Krise nicht ein. Wenn er tot ist, machen die Soldaten sicher Jagd auf sie, spätestens nachdem sie die Tankwaggons zerstört haben. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Cattle Sing. Denken Sie dran, Ihr Ziel ist auf der Rinder. Ja, ich habe schon verstanden, ich bin ja nicht schwer vom Begriff. Könnte man einfach da wirklich? Das ging ja fast schon zu verlockend, aber ich möchte jetzt erstmal gerne beim Waffenhändler schauen, ob der was Neues für uns hat. Wenn es auch nur eine Verbesserung ist von meiner AK, das würde mir schon vollkommen reichen. Damit wäre ich schon vollkommen zufrieden. So. Ja, ich weiß, dass der Händler nicht da ist, wenn ich eine Mission starte. So. So wie es aussieht, haben wir nichts Neues. Doch, wir haben hier das Long Machine Gun. Ich glaube, das kaufen wir jetzt auch. Schrotflintengurt, Pistolengurt, Grenadiergurt, Tarnanzug, mittlerer Verbandskasten, großer Verbandskasten. Ja, ich meine, wir können es uns ja mal gönnen. Wir haben ja eh genug Diamanten angespart. Da können wir das gleich mal machen. So, Speicher natürlich. Nicht vergessen. Und ja, dann holen wir mal unser neues Baby ab. Das dürften wir jetzt eigentlich für die Bazooka mitnehmen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Das nehme ich gerne mit. Die Munition nehme ich mit, die brauche ich nicht. Okay, gut. Dann sind wir wieder perfekt ausgerüstet. So. So wie ich das sehe, dürften da auch keine Grenzposten auf dem Weg sein. Aber ich glaube, wenn man den Typen dann gekillt hat, muss man trotzdem irgendwie die die Waggons zerstören. Aber ich bin mir dann nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube allerdings schon.
Naja, wir sehen sie dann. Also ich kann mich an diese Mission nicht mehr so gut erinnern. So, Kollege, ich hab was für dich. Hier. Schön, oder? Kann ich den ausaimen von hier aus? Ah, irgendwo ist wieder so ein scheiß Scharfschütze. Ach, da oben. Hinterm Baum versteckt er sich. Der Schlawiner. Alter, Wahnsinn. Ich krieg den wirklich nicht von hier aus. Ich mein, er mich schon, aber ich ihn natürlich nicht. Bist jetzt down, Kollege, sie sein. Jetzt aber. Du hast gar nicht so auf, ja. Du auch nicht. Kann ich überhaupt nicht halten, wenn ich so ein möchte gern den Bauch sehen. Bleib doch mal liegen, du bist doch schon tot. Standbild, nicht so geil. Tot. So. Also neues Arbeitsgerät erfüllt seinen Zweck. Erfüllt seinen Sinn, glaube ich, wäre das richtige Wort gewesen, aber naja, das wäre es auch egal. Alter Mann, wirklich. Aua, oh. Alter. Running down the hill. Jetzt darf der eigentlich nicht mehr leben. Davon gehe ich jetzt zumindest mal aus. Ja, mit der Schrottmühle fahren wir natürlich nicht mehr. Dann nehmen wir die andere Schrottmühle. Die neuere Schrottmühle sozusagen. Ah ja, genau, ich glaube. Nee, doch nicht. Ich glaube, dass man nämlich hier mal einen Kameraden trifft, aber ich bin mir dann nicht mehr so sicher. Oder war das hier? Ne, es war nicht hier. Ach, boah, shit, einer hat eine Shotgun. Holy shit. Wie im Krieg hier. Oh. Der lebt noch, verdammt. Wo denn? Wahnsinn, er trifft mich die ganze Zeit, obwohl er mich nicht sieht und ich sehe ihn nicht und treffe ihn natürlich auch nicht. Dann nehme ich jetzt lieber erstmal eine Spritze. So, Karte weg, AK raus und Sturm. Ja, bloß auf was soll ich losstürmen? Hm. So. Kollege, wo bist du denn? Du hast dein Make-up bei mir vergessen. Ja, ich bin noch auf der Farm. Wie schnell können Sie hier sein? So. Nicht schnell genug. So. Gut. Jetzt müssen wir aber trotzdem erstmal ans Telefon gehen. Das ist überlebenswichtig. Tankwaggons bald angreifen. Ja, wir werden sie bald angreifen. Aber das machen wir erst im nächsten Part bei Far Cry 2. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.